Nichts gemacht, aber der Motor ist aus. Ein Motorrad mit Stopp-Start-System. Zum Teil verteufelt, zum Teil geschätzt. Ich habe mir das System mal genauer angeschaut und ich glaube, einen ganz praktikablen Weg der Nutzung für mich gefunden. Willkommen bei Gary Oldwing. Falls ihr Gegner einer Stopp-Start-Automatik sein solltet, dann die gute Nachricht zuerst. Sie kann dauerhaft ein- oder ausgeschaltet werden. Der gewählte Zustand bleibt auch nach einem Neustart erhalten. Und die Wahl kann jederzeit während der Fahrt verändert werden. Denn im Betrieb dient die Motor-Start-Taste zum Schalten der Start-Stopp-Automatik und das ermöglicht eine spontane, gezielte Nutzung. Dazu später mehr. Schauen wir uns erst einmal an, wie die Start-Stopp-Automatik funktioniert. Damit die Stopp-Start-Automatik überhaupt einsatzbereit ist, muss der Motor erst einmal Betriebstemperatur haben. Nach einem Kaltstart kann es also eine Weile dauern. Die Einsatzbereitschaft der Stopp-Start-Automatik wird dann durch die Kontrollleuchte angezeigt. Drückt man jetzt die Motor-Start-Taste, erlischt diese Leuchte und das Symbol für die deaktivierte Start-Stopp-Automatik erscheint. Nochmal drücken, aktiviert das System wieder. Auch der auf diesem Weg gewählte Zustand bleibt nach dem Ausschalten der Zündung erhalten. Kommt das Motorrad bei aktiviertem System zum Stillstand, wird der Motor abgeschaltet und die Leuchte der Stopp-Start-Automatik blinkt. Für die Weiterfahrt reicht jetzt ein dosierter Dreh am Gasgriff. So weit, so gut, doch was passiert, wenn man von der Normalsituation abweicht? Die ersten Versuche finden bei abgeschaltetem Motor nach Aktivierung durch das Stopp-Start-System statt. Zum Beispiel Herausklappen des Seitenständers. Der Motor wird nicht gestartet und das Stopp-Start-System wird deaktiviert. Die Weiterfahrt erfolgt, als hätte man vorher die Zündung eingeschaltet. Für ein Erwecken des Motors aus dem Standby-Modus reicht ja kurzes Gas geben. Man kann aber auch einfach die Start-Taste drücken. Das ist sinnvoll, wenn man die weitere Fahrt ohne Stopp-Start-Automatik fortsetzen möchte. Auch beim Betätigen des N-Tasters für den Leerlauf springt der Motor an. Apropos Leerlauf. Honda bezeichnet das Stopp-Start-System im Handbuch als Leerlauf-Stopp. Nicht nachvollziehbar, denn das Gegenteil ist der Fall. Bei eingelegtem Leerlauf wird der Motor nicht gestoppt. Bei ruhendem Motor kann übrigens auch der Fahrmodus geändert werden. Die Umschaltung erfolgt abschließend aber erst, wenn der Motor wieder gestartet wurde. An einer Steigung funktioniert die Stopp-Start-Automatik auch. Starten kann man wahlweise durch einfaches Gas geben oder man aktiviert die Berganfahrhilfe. In diesem Fall wird der Motor beim Betätigen des Bremshebels gestartet. Wenn man bei einer Bergabfahrt die Stopp-Start-Automatik aktiviert hat und dann die Fuhre rollen lässt, passiert Folgendes. Der Motor springt an und man kann normal weiterfahren. Wenn man zum Beispiel im Stop-and-Go-Verkehr unter 5 km/h bleibt, dann passiert nichts. Die Stopp-Start-Automatik wird erst dann wieder aktiv, wenn man schneller gefahren ist. Und was passiert, wenn man im Standby-Modus aufsteht?
gar nichts. Der in der Sitzbank der Goldwing verbaute Drucksensor macht nämlich nur dann Meldung, wenn man unmittelbar nach dem Anhalten den Hintern lupft. Jetzt schaltet die Stopp-Start-Automatik nicht ab. Die Tests haben gezeigt, dass die Stopp-Start-Automatik in das Fahrzeugsystem sensorisch komplett eingebunden ist. Ein ziemlich hoher technischer Aufwand. Aber wozu eigentlich? Das Stichwort lautet Emissionsreduzierung. Ein Motor im Leerlauf verpestet unnötig die Luft und verursacht Geräusche. Zum Glück ist es bei der Goldwing nicht so schlimm, wie hier optisch und akustisch dargestellt. Honda führt auch noch einen reduzierten Benzinverbrauch an. Der Hauptgrund dürfte aber sein, dass ein so großvolumiger Motor auch die immer strenger werdenden Abgasnormen irgendwie hinbekommen muss. Aber Schadstoffreduzierung und Spritsparen, das haben wir früher doch auch geschafft. Einfach Motor aus. Stimmt, Motor ausschalten geht auch. Aber mal ehrlich, wer macht das schon konsequent der Umwelt zuliebe? Und die Start-Stopp-Automatik bietet andere Vorteile. Denn Zündung aus heißt komplett tote Hose. Die Start-Stopp-Automatik hingegen schaltet nur den Motor ab und lässt den Rest am Leben. Helm, Headset und Smartphone werden nicht getrennt, gerade bei Apple CarPlay ein entscheidender Vorteil. Man kann weiter Radio hören oder am Navi spielen und auch die Flossen und die Hintern werden nicht kalt. Und sicherer ist es auch, denn die Lichter gehen nicht aus. Und wenn die Warterei vorüber ist, dann gestaltet sich der Startvorgang auch einfacher, denn der Bordcomputer muss nicht extra hochfahren. Allerdings nur, wenn die Batterie zwischenzeitlich nicht tief entladen wurde. Kann das passieren? Zeit für einen Test. Die Testvoraussetzungen waren ein Motor in Betriebstemperatur, eine durchs Fahren aufgeladene Batterie und als kleine Erschwernis eingeschaltete Heizungen. An einem ruhigen Plätzchen durfte die Stopp-Start-Automatik dann abschalten und das Warten konnte beginnen. Interessanterweise zeigte die Fahrzeugbatterie schon in den ersten Sekunden einen deutlichen Spannungsabfall. Dann blieb die Spannung aber oberhalb des kritischen Bereiches über einige Minuten konstant. Und schließlich wurde, vor einem Tiefentladen der Batterie, der Motor automatisch gestartet. Und an dieser Stelle kommen die Gegner einer Stopp-Start-Automatik ins Spiel. Das Internet ist voll von Berichten über defekte Anlasser und Batterien. Aber trifft das auch auf die Goldwing zu? Die Batterie könnte nach meinem Geschmack ruhig etwas größer dimensioniert sein. Wer schon einmal aus Versehen die Zündung oder den Warnblinker angelassen hat, der weiß, was ich meine. Interessanterweise greift die Elektronik bei Vergesslichkeit nicht ein und lässt die Tiefentladung seelenruhig geschehen. Bei der Start-Stopp-Automatik passiert das nicht und die damit verbundenen wechselnden Ladezustände sollte die Batterie eigentlich abkönnen. Und der Anlasser, der ja gleichzeitig auch Lichtmaschine ist, muss der bei einem Motorstart nach Aktivierung der Stopp-Start-Automatik mehr schuften als bei einem normalen Start? Hören wir doch einfach mal hin. Also, ich höre keine vermehrte Anstrengung. Meine Goldwing hat noch nicht viel gelaufen und deswegen kann ich zu langen Zeitschäden keine vernünftige Aussage machen. Aber vielleicht habt ihr ja Erfahrungen damit gemacht, dann schreibt es uns doch bitte in die Kommentare. Gut, Langzeitschäden zeichnen sich bei meiner Goldwing bisher nicht ab. Aber das Start-Stopp-System hatte allerdings schon Funktionsstörungen. In den ersten Monaten der Goldwing ist es mir so 2-3 Mal passiert, dass ich den Motor aus der Start-Stopp-Automatik heraus nicht wieder zum Leben erwecken konnte.
Und gerade an der Baustellenampel mit der Kolonne im Rücken ist das ein nicht gerade prickelndes Erlebnis. Später, und das gilt bis heute, trat dieses Phänomen merkwürdigerweise nicht mehr auf. Vermutlich Abhilfe durch ein Update, wer weiß. Dann kann es gelegentlich vorkommen, dass die Start-Stopp-Automatik, obwohl die Kontrollleuchte Einsatzbereitschaft signalisiert, nicht funktioniert, also der Motor nicht abgeschaltet wird. Keine Ahnung, woran das liegt. Kann sein, dass die Sensoren gelegentlich einen Schluck aufhaben. Und die letzte Funktionsstörung, die ist eigentlich gar keine. Aber beim ersten Auftreten hat sie mir ganz schön Schweißperlen auf die Stirn gezaubert. Die Situation kann sich ergeben, wenn man zum Beispiel anhält, um eine Pause zu machen. Und die Stopp-Start-Automatik den Motor abschaltet. Da man länger verweilen will, macht man natürlich die Zündung aus. Irgendwann will man weiterfahren und schaltet die Zündung an. Alles ganz normal. Beim Druck auf den Starttaster passiert allerdings nichts. Die Schweißperlen auf meiner Stirn hätte ich mir ersparen können mit einem Blick auf die Infozeile. Da dieses Phänomen technisch bedingt nicht vermieden werden kann, zeigt die Goldwing die Anleitung zur Abhilfe direkt an. Also Bremshebel gezogen halten und erst dann den Starttaster drücken. Ursache ist eine zufällige Fehlstellung im Getriebe, die man auch daran erkennen kann, dass nicht der Leerlauf angezeigt wird. Daher gibt es auch einen zweiten Lösungsweg. Wenn das Motorrad ein kurzes Stück geschoben wird, kommt auch das DCT in Bewegung und macht schwupps Platz für den Leerlauf. Also bildlich gesprochen. Und dann lässt sich auch der Motor wieder ganz normal starten. Die Start-Stopp-Automatik funktioniert. Und das sogar gut. Habe ich sie dauerhaft aktiviert? Nein, denn es gibt Situationen, in denen mir das ständige Starten und Stoppen des Motors einfach nur auf die Nerven geht. Und es gibt Situationen, bei denen ein schnelles Starten erforderlich ist. Und das mache ich persönlich lieber bei laufendem Motor, reine Gefühlssache halt. Benutze ich die Start-Stopp-Automatik? Ja, und zwar ganz gezielt bei bestimmten Situationen. Und das sind eben die Klassiker, wie zum Beispiel die Baustelle mit alternierender Verkehrsführung oder der geschlossene Bahnübergang. Aber natürlich auch alle anderen Situationen, in denen ein längerer Stillstand absehbar ist. Und bei dieser gezielten, eben nicht so häufig vorkommenden Nutzung relativiert sich auch ein möglicher Verschleiß der Fahrzeugkomponenten. Und wie so oft im Leben bringt es der goldene Mittelweg. Und auf dem fahre ich jetzt nach Hause. Macht es gut!